In diesem Video erfährst du, die Weisheit der vielen ist immer größer als die Weisheit einer einzelnen Person, also als die Weisheit von dir. Herzlich willkommen bei Mehr Erfolg im Business. Ich fange mal mit einer Frage an. Wie viele Menschen leben auf der Erde? Ich habe es nicht recherchiert, es sind nahezu 8 Milliarden, denke ich. Wenn du eine Person abziehst, nämlich dich, hast du nahezu 8 Milliarden minus 1 Personen, die was sind? Richtig, anders als du. Glaubst du, dass unter diesen vielen anderen Menschen dabei sind, die zu einem Thema, das dich gerade beschäftigt, mehr wissen als du? Kannst du dir vorstellen, dass es Experten gibt, die zu einem Thema, das dich beschäftigt, Erfahrungen, die du gerade machst, schon gemacht haben? Kannst du dir vorstellen, dass es Menschen gibt, die mehr Erfahrung haben, die vielleicht Menschen schon beraten haben, die Coaches waren, die Mentoren waren, die Trainer waren, für Personen genau wie dich, die an einer Position stehen, genau wie du? Die Antwort ist ja, und ich will es dir vorweg sagen, ich glaube, keiner von uns gewinnt alleine. Die Weisheit der vielen ist immer größer als die Weisheit einer einzelnen Person, also als die Weisheit von dir. Und ich glaube, wer Erfolg haben will, wer mehr Erfolg haben will im Business, der braucht Beziehungen. Ich habe von meinem Lehrer gelernt, without networking, it's not working. Ich brauche die Antwort auf die Frage, wer kann mir weiterhelfen? Unternehmer kennen viele, Fachleute kennen vieles. Ein Fachmann, eine Fachfrau kennt sich in ihrem Thema aus. Ein Unternehmer, ein erfolgreicher Mensch in seinem Bereich wird sich dadurch auszeichnen, dass er oder sie viele Personen kennt, die wieder viele Fachleute kennen, die wieder vieles kennen. Soweit klar? Ich glaube auch, dass du derjenige bist, mit dem du dich umgibst. Meine Großmutter pflegte immer zu sagen, sage mir, mit wem du umgehst und ich sage dir, in welche Richtung du gehst oder ich sage dir, wer du bist, hat sie so sinngemäß gesagt, abgeleitet aus dem irischen Sprichwort, Umfeld prägt. Und mein verstorbener Kollege Jim Rohn aus den USA hat einmal gesagt, du bist die Person des Durchschnitts der 5 Personen, mit denen du dich am häufigsten umgibst. Also überleg dir mal, was sind die 5 Personen, die seine engeren Buddies sind. Und wenn Jim Rohn recht hat, ich kann ihm nicht widersprechen, ich nehme das mal so hin, es sei ein Zitat, dann bilde einen Durchschnitt und dann weißt du genau etwa, welche Person du bist, denn dein Umfeld prägt dich. Wenn du also eine Person bist, die wachsen will, wenn du eine Person bist, die expandieren will, wenn du eine Person bist, ein Mensch bist, der mehr Erfolg im Business will, wenn du jemand bist, der notorisch unzufrieden ist, der verliebt ist in das Meer, M-E-H-R, dann frag dich, wer hat mehr? Wer weiß mehr? Wer ist Experte? Wer kann Dinge besser als du? Und stell dich vor die Herausforderung oder besser beantworte die Frage, wie kannst du Kontakt kriegen zu diesen Personen? Damit diese Personen, die mehr wissen, die einen höheren Erfahrungsschatz haben, die möglicherweise auch schon Misserfolge verarbeitet haben, in deinem Gebiet dir durch die richtigen Fragen, die sie stellen, durch die richtigen Impulse, die sie geben, weiterhelfen können. Meine Mutter hatte die wunderbare Gabe, nicht nur eine tolle Mutter und gute Hausfrau zu sein, sondern sie gab auch noch in ihrer Freizeit Klavierstunden. Ich weiß ganz genau, es gab so diesen neuralgischen Punkt, der für Elise, wer für Elise spielen konnte, der hatte die Reifeprüfung geschafft. Und um in dem Beispiel zu bleiben, stell dir vor, du willst Klavier spielen lernen, dann beginnst du mit dem Fingersatz rechte und linke Hand. Und dann muss der Klavierlehrer, in dem Fall meine Klavierlehrerinnenmutter, in dem Fall dir sagen, wie du den Fingersatz richtig machst, wie du den Anschlag übst, wie du die Pedale unten bedienst. Und dann kommen die ersten Melodien und dann bist du irgendwann, vielleicht ein Jahr oder 2 Jahre später, bei Für Elise, diesem neuralgischen Punkt. Und ab dann hast du möglicherweise andere Fragen. Kannst du dir das vorstellen? Egal, welche Disziplin du lernst, am Anfang hast du andere Fragen als in der Mitte oder als hinterher als Profi. Warum brauchen Profisportler, die jeden Tag trainieren, einen Trainer? Warum braucht ein Messi einen Ronaldo? Warum brauchen Top-Fußballer, Top-Künstler, Top-Redner, Top-Wirtschaftskapitäne? Warum brauchen die einen Coach?
Nun ganz einfach deshalb, weil du vor der Tafel schlecht rechnen kannst. Erinnerst du dich, als du vor der Tafel in deiner Schule gestanden hast und rechnen musst, wenn du alt genug warst, kennst du noch die Tafel? Dann hast du davor gestanden und hast plötzlich nicht gewusst, wie das Ergebnis ist. Wenn du dich aber ein Stück davon distanzierst, also dich nach hinten stellst, dich außerhalb der Rechnung siehst, dann weißt du plötzlich, dass 7 mal 7 49 ist. Mit anderen Worten, der Austausch mit Personen, die Ähnliches erlebt haben wie du, vielleicht die schon weiter sind als du, dieser Austausch hilft dir, die richtigen Gedanken zu finden, die du jetzt brauchst, um den nächsten Schritt zu machen. Ich hatte mal die Einladung zu einem Millionärstreffen. Ich weiß gar nicht, wie ich da auf die Liste geraten bin. War es vielleicht ein Versehen? Jedenfalls habe ich neben Richard Branson gesessen in Hamburg im Élysée. Ich werde es nie vergessen. Richard Branson, ein sehr erfolgreicher englischer Unternehmer. Und ich war seine Tischdame und er war auch meine, weil wir beide keine Damen dabei hatten. Da haben wir uns dann also einigermaßen verständigen können. Und er sagte mir so sinngemäß, sagst du, weißt du, Andreas, warum die meisten Menschen keine Milliarde haben? Und das kann er ja sagen, weil er mindestens eine davon hat. Und dann habe ich gesagt, I don't know. Und da hat er gesagt, weißt du, warum die keine Milliarde haben? Die haben keine Milliarde, weil sie nicht daran denken können. Und das kannst du übertragen auf alles. Was sind deine Gedanken zu deinem Thema? Welche Qualität haben deine Gedanken? Wie groß sind deine Ziele, die du hast? Und findest du Menschen, die ähnlich getrieben sind? Findest du Menschen, die ähnlich große Gedanken, ähnlich große Ziele haben, die vielleicht größere Ziele haben, die sagen, hör mal, das ist ja zu klein gedacht, du musst dir überlegen, wie machst du das groß? Wie skalierst du das? Wie kriegst du die Idee weltweit etabliert? Also brauchst du ein Netzwerk, du brauchst den Austausch, du brauchst eine Mastermind-Runde, du brauchst einen Brain Trust, du brauchst eine Netzwerkecke, eine, sagen wir, unter gleichen Gesinnten Austausch, der forciert wird. Und dieser Austausch führt dich dann weiter. Und für den Fall, dass du dazu weitere Videos dir anschauen willst, haben wir dazu natürlich, das hat mein Team gemacht, ne? Hier Videos, kannst du jede Menge Videos dir anschauen, genau an der Stelle. Das bedeutet mit anderen Worten, der Austausch von Menschen, der Austausch untereinander ist etwas, was dich inspiriert und dieses Inspiriertsein führt dich zu den vermeintlich besseren nächsten Gedanken. Wir lernen hauptsächlich durch eigene Erfahrung und durch Feedback. Durch eigene Erfahrung und durch Feedback. Das sind die Hauptlernwege, die wir haben. Eigene Erfahrung heißt, ich muss dieses Netzwerk aufbauen. Ich brauche den Austausch untereinander und ich brauche das Feedback, was andere denken. Ich brauche die Rückmeldung derer, die an ähnlich neuralgischen Stellen schon gearbeitet haben, die wissen, welcher Punkt als nächster kommt und die mir dann hoffentlich die vermeintlich beste nächste Frage stellen, damit meine Gedanken produktiv in die richtige Richtung gebracht werden. In diesem Sinne wünsche ich dir beim Entwickeln deiner eigenen Mastermind, deines eigenen Netzwerkes maximalen Erfolg. Finde die Menschen, die dich weiterbringen in deiner Disziplin. Finde die, die mehr wissen als du in deiner Disziplin. Umgib dich mit Experten, die dich inspirieren, dir die richtigen Fragen, die richtigen Gedanken mitgeben, damit auch du maximalen Erfolg in deinem Business hast. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib uns ein Abo, dann gib uns ein Like, denn du weißt ja, wenn das viele sehen, dann stehen wir einfach alle besser da. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Dabeisein. Bis zum nächsten Mal. Dein Andreas Puhr.